22-Millionen-Dollar-Hack bei Kryptobörse Indodex. Die indonesische Kryptobörse Indodex wurde Opfer eines Hacks und verlor Kryptowährungen im Wert von 22 Millionen US-Dollar. Experten vermuten, dass die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus hinter dem Angriff steckt. Eine Sicherheitslücke im Abhebungssystem ermöglichte den Angriff. Die meisten gestohlenen Werte, etwa 14,6 Millionen US-Dollar, waren in Form von ERC-20-Token. Darunter Ethereum, Polygon, Tron und Shiba Inu. Aber auch 1,4 Millionen US-Dollar in Bitcoin wurden entwendet. Nach Bekanntwerden des Hacks ging Indodex offline, um die Sicherheitslücken zu schließen und das System zu warten. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.